Und somit willkommen, Freunde, zu einem sehr gruseligen Teil House on the Hill. Am Sonntagmorgen mal wieder frisch aufgestanden und jetzt kann's losgehen. Ich glaube, das Spiel ist halt so, dass es immer wieder an verschiedenen Abschnitten endet und dann fängt alles wieder von vorne an. Hey, und alles ist wieder anders. Good. Hi, this is Frankie. Are you ready for our new job? I know. You are not a fan of rush work, but our payment will be quite good. And your family needs money, so, well, we can make an exception. Okay, your job is simple. Owner has left the city, so you can get into the house, find a trinket, and get out. That's it. My job is to guide you through this, so you can avoid every possible problem. Do you understand? Excellent. Let's get you ready. There was a camera near your headphone. Attach it to your shirt. Ah, das ist die Kamera. Yes, that's it. Now I see the room. Not bad. Okay. You also need a flashlight. It's in a garage behind the next door. Okay, I turned off the light. Find a flashlight and just wander around here. Get used to working in the... Well, the fl... Good. Now, inside the house you'll find an alarm system. It's an old one, but I want to be sure you'll be ready. Find the wire cutters and the screwdriver and I'll show you what to do next. Screwdriver is in one of the upper cabinets. Hier haben wir schon mal die Zange. Haben wir jetzt Zange? Already found a wire cutter. Well done. Screwdriver over on a table in one of the cabinets. Okay, der sagt, wir müssen hier irgendwo im Schrank sein. Jawohl. Okay, I set up a training fuse box to the right of the gate. It's almost a perfect copy of a real alarm system. And now you're gonna turn it off. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo ist das? Na, hier ist es nicht. Das Alarmsystem. Ach da, alles klar. Hier ist die Tür. There it is, my masterpiece. Remove the bolts and open it. I need to see what's inside on the camera. Wait a second. I have a problem with the picture. Da steckt der Pager. Here it is. Grab the cutters and carefully cut the blue wire. Don't touch the white... So you can follow basic instructions. Congratulations. Jawohl. Okay, now we are ready. It's time to move. Get into your car and I'll tell you where to go. Okay, gibt uns halt Anweisungen. Wir kommen halt aus einer armen Familie. Wir brauchen halt Geld. Und wir kümmern uns halt darum, ihm die Sachen aus den Häusern zu besorgen. Ja. Das kann ja was werden. Nice place, don't you think? If I were rich, I'd live here too. There's a lot of pricey stuff there. Pay no attention to them. We only have one evening to find our goal. A piece of jewelry called the Heart of Fog. Only one attempt. We can't go back if something goes wrong. Ja, das ist schon eine geile Hütte. Also die ist schon fett. Die ist wirklich riesig. Wenn ich dann überlege, so bei den alten Resident Evil Teilen, da hast du gedacht, was ist das für ein kleines Haus. Da ging es aber in den Keller, aber das ist ja hier riesig. Also ein richtig fettes Ding. Ja, ich sehe auch schon, die Tür ist zugesperrt und hier ist auch das Alarmsystem. Wir haben ein elektronisches Lock hier. Das System ist ein bisschen komplizierter als unsere Training-Fuse-Box, aber das Basisprinzip ist das gleiche. Just cut the blue wire and you can go in. Okay, er sagt blue wire, aber hier gibt's ja gar kein blaues. Dann nehmen wir das graue, ne? Vielleicht war das mal blau. Blue wire! Blue! Cut everything! Okay. Good. Ja. I checked the line. There was no signal to the police. Move on. Oh, Tür geht auf. Okay. The door is open. Get in. Eieiei. Die Fenster wenigstens? Ne, die sind auch noch zu. Let's play this fast and clean. You enter, you take what we need, and then you leave. This thing is on the ground floor inside the office. Move quietly, be careful, and no one will ever know that you were here. First, find the kitchen. If my blueprints are correct, you need to go through it to get to the former family of our bachelor. Hey.
This kid looks just like yours. I'm not implying anything, but maybe your wife knew this guy. Oh, Kinderbilder. Nebenbild. So, er sagt, ich soll die Küche finden. Ah, look at the right. There's a light behind the door. We should probably go there. Ah, hier sollen wir lang. Ah, hier ist auch die Küche. Have you noticed that there's not a single knife in this kitchen? The man is too paranoid. Is he afraid? Well, shit. Okay, it's okay. He probably just likes to make sausages or something like that. The owner is a hunter, so it's okay. Oh. Ja, auch interessant. Er hat kein Messer in der Küche, weil er halt paranoid ist. Das finde ich ja auch geil. Und Angst hat irgendwie so von wegen, könnt ihr ihn einer umbringen. Aber er selber ist Jäger. Wir sehen gerade Kühlschrank auch dementsprechend aus. Ah, da ein kleiner Grafikfehler. Well, this is strange. But we don't. That door, at the end of the corridor. You should go there. This place is like a maze. Just don't get lost. Okay, wir müssen hier gar nicht lang. Wir sollen die andere Tür auf jeden Fall nehmen. Die hier. Ja, genau. Ich glaube, die hier müssen wir nehmen. Ja, the owner probably forgot to clean before leaving. Move, we must hurry. Okay, wir sollen uns beeilen. Ei, ei, ei. Was das denn? Good. Look for a study. Inside you'll find a safe. Focus on that. Unattended fire. I guess that sooner or later, this home is gonna burn. Look at this shit. They have a VCR okay, with a power cord. Videokassette. Couldn't they make a normal socket? Ja, das kenne ich nur aus dem alten Resident Evil Teil. Da war das auch so. Da muss man auch eine Kassette einlegen. Wait. No. Hey, du Penner. Schreckt mich hier. Do you hear music? Where is it coming from? Die Tür ist zu. Bedroom. Look around. Maybe you'll find something useful. The cleaning lady has probably left it working. The ring of his wife. Either she left him or just disappeared. I can't really remember. Ring looks cheap. Okay, finde ich krass, dass wir sollen ihm hier Sachen aus dem Haus besorgen, aber den Ring will er nicht einstecken, ne? A toilet. Didn't I tell you to do your business before work? Schlüssel. By the way, I'll be right back. Ah. So, warte mal. Taschenlampe ist an. Fenster. Oh, echt übel, dass das jetzt hier so dunkel ist. Boah, das Bild, das sieht ja echt übel aus. So. Das heißt, wir gucken mal, ob wir irgendwo eine Kassette für den Videorekorder finden. Falls wir das überhaupt brauchen. Wie wir uns vorstellen. Aber wir haben jetzt Schlüssel bekommen. Ich glaube, die Tür war zu. Ja, die ist jetzt auf. Sehr gut. Ach, da ist auch schon die Kassette. Nehmen wir die mal. Oh, Wahnsinn, wie die früher aussahen. Ja, war ganz cool. Kleine Erinnerung an alle, die es nicht mehr kennen. Ey, du Penner. Schreckt mich hier. Your friendly inner voice. What's up? So, dann legen wir mal die Kassette ein. Drücken wir auf Play. Gucken, was wir da sehen.
Nee. Ach, das ist der Raum, der zu ist, den wir da sehen, jetzt links, ne? Ah, okay, da ist jetzt die Tür aufgegangen. Aber das ist ja nur eine Aufnahmekassette, oder spiegelt die die Echtzeit wieder? Ist ja merkwürdig. Sollen wir mal schauen, ob die Tür jetzt auch aufgegangen ist, oder ob das nur... Doch, die ist auf. Krass. Guckst du einen Videofilm? Ändert sich die Realität. Na, hurra. Okay, hier ist ein Study. Now you need to find a safe. Okay, wir sollen den Safe finden. So, da hinten ist ein Bild, das sieht sehr verdächtig aus. Gucken wir mal hier. Ah! Yes! Toll. Here is where our trinket lies. Open the safe, grab it and you can go home. Ja, er hat ja gut reden. Woher soll ich die Kombination kriegen? Hier sind Bilder. Former soldier. I heard he came back from service all in chemical burns. Maybe that's why his wife left. We are not taking the medal. Nee, er sagt doch selber, wir brauchen die Medaille nicht. So, keep repeating to not forget. We have been married for 7 years. Okay. I've served hour of them. When I returned, she destroyed everything in 3 months. And I was left alone. Family of one. Okay, da sind ja 4 Zahlen drin. So, 7, 4, 3, 1. 7, 4, 3, 1. Probieren wir es mal. 7, 4, 3, 1. Nice. Ja, geil. Okay, wir müssen ja mal aufmachen hier und gucken, was drin ist. Alter, fetter Rohdiamant, ey. Obwohl, ne, ist ja nicht kein Rohdiamant, der ist ja geschliffen. Krass, dass er den einsteckt, aber warum den Ring dann liegen lässt, ist doch bestimmt auch einiges wert. Geht's hier noch woanders lang? Hier sind Schleifspuren auf dem Boden. Kann das sein, dass der hinter dem Schrank es weitergeht, oder? Kann man da irgendwas machen? Nö. Dann gehen wir mal raus. Ja, wir müssen auch durch die Tür raus. Durch Safe können wir nicht rausgehen. Alter! Wer war das denn, ey? Ah, what? Ganz toll. What's happening? Oh! Hold your breath and look for a way out. Scheiße. Ah, jetzt können wir den schieben, den Schrank, und da kommt auch Gas raus. Ah, das ist doch... Ja, hier können wir uns durchdrängeln. Is everything okay? Did you get it? There seems to be no gas here. Good. Also vom Menschenverstand her wäre ich nicht da reingegangen, wo das Gas rauskommt. Okay, es bleibt ja nichts anderes übrig. Come on. I need to get you out. Übel, übel. Oh, und der geht so langsam jetzt, ne? Weil er sich hier so durchquetscht. I knew there was an extension, but I never thought it looked like this. What's its purpose? I don't want to know. Do not open the doors. Don't even come close to them. When all of it is over. Wait, it could be a way out. Would you open the box? Let's see if we can open the door. Oh Gott, der jault ein Hund. Don't move, let me see. Ah, da fehlt eine Sicherung. Fuses are down. Okay, not a big deal. This model uses standard fuses, so... He made this extension by himself, right? Somewhere here should be an electrical fuse box. You need to find it and take the fuses. Yeah,
Okay, also wir brauchen nochmal einen zweiten Sicherungskasten. Da müssten die drin sein, die Sicherung. Eieiei. Viele fliegen dafür, dass das hier ein Kühlraum ist. Aber es scheint auch nicht mehr zu kühlen oder so. Ach, hier ist er auch. Machen wir die mal auf. Aber die Frage ist immer noch, wer hat dieses grüne Gas da reingeleitet? Wer war das? Everything is fine, don't worry. Just go to the door, insert the fuse into the panel. Also wenn da einer hinter mir hinterher ist, was ich auch nicht so richtig weiß. Was ist hier eigentlich für ein Raum, ey? Übel, ey, überall Blut. Auf jeden Fall, der wird doch merken, dass ich hier die Sicherung ausgeschaltet habe. Aber auf jeden Fall können wir die jetzt in diese Tür da einsetzen. Okay, setzen wir die mal ein. Ah, Tür ist auf, sehr gut. Wie scheiße, wir sind hier im Keller, ne? Im Keller zu fliehen. In Kisten, kann man die beiseite schieben? Ach du Scheiße, selber Mist wieder. Hey, are you okay? Listen to my voice. We must get out. Ja, ich sehe ja nichts hier. Ah, jetzt können wir die Kisten wieder schieben. Was ist das? Ach du Scheiße. Run! Da ist einer hinter uns hinterher. Scheiße. Das ist ja wieder so ein scheiß Gefühl, wenn einer hinter dir hinterherläuft. Ah, du kannst das überhaupt nicht konzentrieren. Ah, shit. Ah. Are you okay? Move! You must go! Ja, move, ich bin gerade auf die Fresse gefallen hier. Be quiet! Quiet! Quiet, ich will hier weg. Ach, da ist die Tür. Ich bin so leicht benommen, würde ich sagen. Ah, oh, ich hasse ja dieses Gefühl. Ah, Alter, jetzt hat er noch was nach mir geworfen. Ich hoffe, dass wir ja auch wirklich richtig sind. Close the door! The bolt on the door! Ah, sehr gut. We're almost. Ah, I have an idea. Close the valve. Hurry up! Scheiße. Er kommt ja trotzdem rein. Ich hoffe, dass wir vielleicht die Gasmaske irgendwie. Ei! Okay, war das jetzt so gewollt? Er hat ja gesagt, ich soll die Dinger da öffnen. Ach du Scheiße, es brennt alles. Okay. Time to get out. Try to climb out the window. Heftiger Scheiß, ey. Da ist das Fenster, wo wir raus sollen. Hier, da kommen wir nicht ran. Das heißt, wir müssen ihn wahrscheinlich schieben. Ah. Oh, will ich ihn noch einen überziehen oder so? Nee. Jetzt müssen wir auf ihn draufklettern wahrscheinlich. Okay, sind wir hier rausgeklettert. Die Frage, wo können wir jetzt hin? Das Haus brennt hier fett. So, ich habe ja meine Taschenlampe noch. Ah, hier ist auch ein Weg. Schnell zum Auto, würde ich sagen. Boah, echt übel. Yeah. The kitchen wasn't a safe path. We probably could take the other path. Ah, okay. Jetzt spult er quasi das Ganze nochmal zurück und so funktioniert das denn, dass man wieder alles von vorne spielt, aber halt
eine andere Situation hat, wenn ich das richtig verstehe. Genau, jetzt fangen wir Hey, hier wieder neu hey! an. Do you hear me? Why have you stopped? Anyway, so we need to find an old necklace. It lies somewhere in the master bedroom on the second floor. Ach, Be jetzt will er eine careful. Halskette We haben, only das have bei die one suchen. attempt. We can't go back if something goes wrong. Freunde, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich muss mich erstmal von dem Schock erholen. Das Game selber, sag ich mal, der erste Teil war jetzt nicht so schwer. Das ging sogar noch. Das war handelbar. Aber ich weiß nicht, wie es im zweiten weitergeht. Da lassen wir uns mal überraschen. Lasst mal bitte ein Abo da. Lasst mal ein Like da. Ein paar Kommentare, wie ihr das Game findet. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Bis dahin.